Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute mit Lady Maria aus Bloodborne. Auch mit ihrem Schwert, glaube ich. Und ja. Jetzt geht's weiter. Das ist natürlich das, das blutige Strömeschwert. Ist meiner Ansicht nach nicht mehr so OP wie auch schon. Aber es hat den Move. Was halt übelst broken ist, da ich jetzt hier so noch stärker bin. Ich habe auch noch ein zwei etwas Zweites vorbereitet, und zwar unter anderem noch das Briar-Set habe ich geswitcht. Ich wollte eigentlich noch nicht auf Blut gehen. Die Herrscherin des Blutes ist on fleek. Komme ich hier schon rein oder ist es eher so von der anderen Seite begehbar? Anscheinend. Au. Okay. Das ist auch das erste Mal, dass ich dieses Hütchen komplett auf den Kopf stellen werde. Sonst bin ich immer nur durchgerannt. Richtig, weil das so ein Abfuck. Ist hier und du halt richtig schnell sterben kannst hier. Vor allen Dingen, wenn wir an eine bestimmte Stelle kommen. Welcher... Du Bastard. Nee. Du Bastard. Oh, Gemälde. Wir sind wieder da. Aha. Hallo? Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Aber es gibt auf die Fresse. Au. Au.
gar nicht so viel probieren. Für euch reicht einhändig. Oh ne, kommt da nicht dieser übelste Babbo hier? Oh! Nee. Ey, ich komm gleich zu dir. Moment. Ey. Okay. Arschloch. Hier links sind wir safe. Also Lady Maria hat schon ein bisschen mehr Probleme, weil ich da halt jetzt anderen Stuff spiele. Shuttle der Eclipse. Oh wow. Wenn ich zu dir komme, Bastard, dann holla die Waldfee. Dann grüß Gott von mir, ne? An der Stelle. Oh nee, das ist der Typ. Dreihunderter Combo. Au. So schlimm ist er gar nicht. Mit dem Move. Großschwert der Exilritter. Himmels Bernstein-Medaillon. Nice, hab ich das jetzt zweimal? Ah nee. Hä? Okay. Viel zu easy. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Was für ein Bastard aber. Aber auch nur, weil ich halt diesen Stoßmove habe. Ansonsten würde es eventuell nicht so gut ausgehen. Oh. Wir gehen zurück, dann ist auch alles refreshed, dann haben wir nichts verloren gegen den Knilch. Und das Exilritter-Schwert haben wir ja auch jetzt.
Können wir direkt da lang gehen? Nö! Hallo? Ihr wollt mich also herausfordern? Das war easy. Ich treff nicht. Ich glaub's ja auch. Also das wird definitiv kein First Try. Soll ich wohl nochmal zurück? Ich glaube, es wäre schon fast das Beste. Weil, naja. Mit 4 Astros komme ich nirgends hin. Vor allem, wenn die alle so aus sie sind. Nehmen haben wir so keine Gegner. Alle Achtung. Das war klar. Aua, aua, hey. Lass mir meinen Stolz. Ich merk schon.
Ich merke schon, du bist ein Arschloch. Deine Crew-Komplizen waren ja richtig räudig gegen dich. Könntest du mal deinen Move machen? Nicht den. Au. Ich hab dich raus, Bro. Ich muss nur auf deine Moves warten. Au. Lady Maria, meine Damen und Herren, Veteranprothese. Ah, so. So mag ich das. Ja, man muss nur angucken, wann man ein Fenster zum Hitten. Dann ist der Fight geschenkt. Weil die hätten von Anfang an zu dritt auf mich kommen müssen. Dann hätte ich keine Sonne gehabt. Weil ich kann nicht mich auf drei fokussieren. Na, also ich kann nicht auf dreien permanent ausweichen. Irgendwann ist die Konfrontation, genau. Irgendwann ist die Fokusmanier so im Arsch, dass du einfach nicht mehr. Na. Dass du nicht mehr ausweichen kannst, konstant. Was? Aha. So, also, wir hatten das komplett abgehakt und wir können jetzt hier über den Rolltaufzug. Die geheime Passage machen. Hätte nicht gedacht, dass ich mit Maria durchkomme, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. So, komm. Let's go. Wir machen direkt den Dungeon. Dann. Nee, 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 nee. Ja, und das ist auch unser drittes Auge. Für unseren Rob Blue-Kieferschnitt. Aua. Mann. Hui. Jetzt sehr gut das Silberskarabäus, wenn man was farmen möchte.
Passt auf, wenn ihr mir hierher folgt, rechts steht schon so ein Kobold, hier, das ist alles voll. Au. Na. Hier ums Eck. Ich wusste nur nicht mehr in welcher Ecke. So. Voilà. Und hier unten ist es ganz fies. Guckt den euch an. Der hängt da, bis ihr da runterkommt und dann Halali. Der Damage. Bro. Hier ist der Hebel. Au. Hat er jetzt nicht gemacht. Ich muss euch nicht sehen, damit ich weiß, dass ihr hier seid. Ihr dreckigen Arschbacken. Hier sind wir dann sowieso vorbei. Hier können wir wieder zurück. Ist da unten noch was? Nee. Aber hier oben, Moment. Weil ich komme nachher nicht über den Weg zurück. Und das Ding hätte ich ganz gern. Selbst dieses Item wusste ich noch. Richtig angenehm. Hallo du. Jetzt gibt's auf die Fresse. Okay. Oh. Und die Todeswurzel. That's it. Oh, mal kurz hier gucken. Oh. Hier steht auch noch so ein Ding.
Habe ich da gerade einen Tentakel abgeschnitten? Ja, das Ding hält halt bei der Fresse nichts aus. Es ist sonst übelst tanky. Aber wenn du dem in die Fresse haust, dann, ja, ist vorbei. Warum lebst du wieder? Ich bin nicht mal abgesessen. Du Vollidiot. Wenn ich plötzlich mal auffüllen müssen. Oh! Ja, mit blutige Ströme killst du halt alles an der Stelle. Also, das ist nicht mehr so OP wie damals, wo du wirklich solche Gegner geone-shottet hast. Also, legit. Aber ist halt immer noch broken in AF. Hier. Es gibt zu viele Geheimnisse, aber ich brauche zuerst die Karte. Ohne Karte mache ich hier genau und Scheiß, ey. Ja, ja. Oh. Den brauchen wir. Der gibt mir noch einen Set. Ho, ho, ho. Ohne Pferd bist du ein Scheiß, Bro. Ohne Pferd bist du ein Scheiß. Irgendwo hier oben muss auch noch eine Grace sein. Ich glaube, ich sehe sie schon. Ja. So. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Karte offen. Das, ey, du scheiß Fliege schon wieder. Hey. Das sieht für euch sicher auch lustig aus, wenn ich den Scheiß hier mache. Ey, du scheiß Fliege, verpiss dich aus meiner Optik. Ey, es klatscht gleich, aber kein Beifall. So, wir müssen zuerst mal einen Dude triggern. Die Wölfe ignorieren wir kurz. Da. Weil die kann man auch easy verpassen, wenn man nie da lang geht. Genau auf dieser Eisfläche.
Nichts für so, ne? Nichts für schwache Nerven. So. Das war das. Und da wir gerade, glaube ich, Nacht haben. Ja, nee, schon fast Tag. Aber wir können es noch probieren. Au. Wir bräuchten eigentlich den Bluthundschritt noch. Weil die war ja ultra schnell. Die gute Maria. Hä? Hey du Scheißfliege, verpiss dich, jetzt habe ich sie. Dreckige Scheißfliege. Ach, wofür habe ich die Hand? Ich habe dich. Ruf des weißen Schatten. Aha. Okay, jetzt habe ich die Schnauze dicke. Nein! So, welcher von euch Affen schießt hier die ganze Zeit? Es sind sogar zwei Affen. Ey, jetzt reicht's. Oh, bei denen kann man Trainer Pfeile farmen. Na? Ich hab langsam die Schnauze dicke. On this point. So. Ich gehe schnell auf Nacht rum. Ich muss jetzt unbedingt etwa in diese Ecke. Eine goldene Saat. Wofür brauche ich die jetzt noch? Die sammle ich für einen guten Zweck, oder was? Hä? Bug oder so? Nee. Gut, wir haben andere Prio. Das nennt sich Arschloch unterholen. Habt ihr. Boah, ist das ein Arschloch. Hier sollte ich eigentlich geschützt sein, ne? Dich hole ich runter, mein Freund.
Au. Aua. Aua. Fall runter, geh auf die Knie, du Stück Scheiße. Ja. Ja. Glaubt ja auch kein Mensch. Pisst mich der Typ von der Seite an. 10 Kilometer weiter weg. Wer ist denn der Typ, ey? Und ja, die Arme gehören nicht zu ihr, aber... Ihre Arme sind aus irgendwelchen... Sieht man das Spiegelschirm? Okay. Sind aus irgendwelchen Gründen nicht vorhanden? Also... Da habe ich durchsichtige Arme dann. Also zumindest der rechte Arm. Keine Ahnung, was da schief gegangen ist. Dann dachte ich mir, komm. Gucke ich mal durch, was ich so habe. Und das habe ich gemacht. Ein Wunder, dass wir hier nicht angegriffen werden. Was für ein Drecksack. Ich bekomme ja zu viel, ey. Was kann man eigentlich hier rausholen? Aber ich würde halt ganz gerne noch nichts verwenden, weil ich noch nicht weiß, wo man überall was machen kann, weil nicht in jedem... Hier kannst du, glaube ich, alles wieder zurückholen. Na, deswegen. Hallo. Nee, also wirklich, das ist ja richtig räudig. Wirst einfach von 10 Kilometer weiter weggeballert. Du gehst weg. Da ist der Ritenvogel. Der Geheime. Weil der ist wirklich nur nachts auffindbar. Aua. 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 Okay. Darf ich mal an dir vorbei? Aua. Dein Ernst gerade? Nee, 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 nee. Also... Ja... Willst du noch eine größere Range? Gib mir deine scheiß Waffe mit dieser scheiß Range. Hallo. Oh wow. Keine Tränke mehr. Drecksack! Oder wie jetzt ein zwei sagen würden, God Gamer! Sprenggeister Flammen. Was zum Fick ist denn hier kaputt? Das bist du. Oh, du bist so ein Großteil. Die muss ich auch wegjodeln.
glaube, das mache ich direkt so. Jetzt muss ich noch in dieses in diese Region, weil sonst komplett RIP an der Stelle. Oh Gott, komm einmal drum rum. Also das war vorhin ziemlich knapp. On this point. Ich will mal austesten, wie gut die sind. Aua. Das habe ich kommen sehen. Au. Die sind schon richtig broken. Hey. Okay. Oh Gott. Verpiss dich, Bro. Und wenn es so eine Horde ist, dann mache ich es auf ganz entspannt. Im Übrigen, das ist hier die blasphemische Klinge ist hier Gold Rogers Schwert. Nur mal so. So, und wie ging das jetzt nochmal, du Spaßgesicht? Jetzt habe ich die komplette Schnauze voll. Hier. Oh. Soll ich euch mal was zeigen? Okay. Au. Wow. Ich bin immer noch schneller als du. Okay. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Es kommt jetzt sowieso nochmal ein Invade. Komm, komm, komm mal ran auf den Meter, du Sack. Wo bist du? Komm. Die sind einfach so broken. Diese scheiß Bluthunde. Weil es dir halt nicht juckt, wie stark du bist. Ihre Schläge können noch so sanft sein.
Nee. Hey, du scheiß Pisser! Ja, noch Hunde mitnehmen. Ist klar. Ja, das machst du gut. Sehr schön. Braver Bär. Nein! Oh, oh, oh. Ich lieb's. Au. Hey. Ich seh nix. Ja. Genau, du du Scheißknilch. So, neben dem Bär auch noch dich geplättet. Das ist das, was Maria zu dir sagt. Kapuze des Blutadligen. Ja, Mann. So, und jetzt zu dir, du Scheißpisser. So, komm mal ran auf den Meter. Aha. So wäre das gelaufen. Aber nein. Weil, wie gesagt, als ich die Invasion gelesen habe, dachte ich schon RIP. An der Stelle. Oh, noch so ein Scheißbär. Also diesmal nicht. Jetzt werde ich wenigstens nicht von meinem Pferd runtergejockelt. Heieiei. Hallo Bär. Noch eine Schnecke. Komm, übertreib halt. Wie viele Bären wollen wir hier reinklatschen? FromSoft? Ja. Nicht mal die one-shotte ich. Nee. Nee. An dem Tag, wo... Ja, ja. Nee, 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 nee. Komm. Werdet ein bisschen älter. Und gebt noch ein bisschen mehr Gummi. Aber das hier, nee. Okay. Nee. Oh, du. Ups. Warum ich jetzt mehr Schaden mache, keine Ahnung. Nee. Einfach nein.
Oh, da ist ja noch einer von der Sorte. Ich bedanke mich herzlichst. Ja, da hinten ist noch Katakombe. Oh. Ja, komm, ich gehe jetzt schnell runter, aktiviere es und gehe wieder nach oben. Wie lange habe ich eigentlich schon auf dem Tacho? 52 Minuten, Neo. So, wir nehmen jetzt das. Gehen hier raus. Nehmen das nachher mit. Ich will es einfach mal aktiv haben. Weil es ist nie wieder so gechillt wie jetzt gerade. Weil jetzt haben wir alles ausradiert. Wenn wir jetzt hier noch ein Geheimnis finden wollen, dann jetzt. Ah. Kontersmann, das Tapferen. Okay. An der Stelle. RIP. So. Okay. Sehr schön. Da vorne steht sonst noch ein Dulli rum. Au. Wo bist du denn hin? An der Stelle ist einfach RIP. Also hier sehe ich halt nirgendwo einen Eingang. Schade, Banane.
Weil sonst einfach nur beim Drüberrollen schon alles freigesteppt worden wäre. Na ja, komm, guck ich das für den nächsten Part nach. Weil wir haben noch viel vor uns. Sag ich euch, wie es ist. Aua. Aua. Ich will mich doch nicht immer nur auf Ding verlassen. Auf die Ult. Wäre einfach dumm. Geht doch. Du willst mich verarschen. Immerhin. Safe zwei Schläge sind besser als irgendwie 2 bis 3 Schläge in einer Situation und dann nicht mal richtig durchkommen. Ist das schon der Boss? Ich muss dann noch weiter nach unten, ne? Ja, das war schon der Boss. Oder ist schon der Boss. An der Stelle. Mal gucken. Muss einfach dann wieder runter und darf mich nicht zurückporten lassen. Alles klar. Was für ein Hurensohn. Oh, schön durchgedodged.
Hey, hallo. Ich konnte nichts machen. Legit, er tauchte auf, packte mich und... Und one shot. Also... Ich konnte legit nichts machen. Das tut mir an der Stelle sorry. Der hat mir gar keine Chance gegeben. Er ist nicht schwierig, nein. Aber das war too much. Ja, mach deinen Schwanz-Move. Nö. Ich heile sofort wieder. Wow, einfach ans andere Ende der Map. Oh. Hat praktisch gar nichts gemacht. Hä? Ich habe mich einfach durchgedodged zum zweiten Mal bei seiner Schwerkraft-Scheiße. Der war so genial. So wie er mich vorhin auseinandergebumst hat, habe ich ihn jetzt auch auseinandergebumst. Aber wirklich hart. Aua. Das tat ja schon fast weh, ey. Aua, aua, aua. Der kommt immer wieder. Wie scheiße ist denn das? Ich gehe jetzt auf die blasphemische. Und gehe nochmal right now hier runter. Dann hier. Bin ich gespannt. Ah, hier gibt's eine Leiter. Okay. Oh wow. Nee. Nochmal das Alabaster-Fürstenschwert. Dann uralter Drachen-Schmiedestein. Absolut broken an der Stelle. Wer das nicht gemacht hat, RIP. So. Genieße ich gerade diese Stille. Und wir haben jetzt alles hier durchsucht. Oder was bist du denn da hinten noch weißes? Ist hier sonst noch was? Nee. Aber ihr seht, wir haben jetzt schon nur hier gemacht und wir sind schon ziemlich weit gekommen. Hier müssen wir auch noch hin. Das ist, glaube ich, mit einem Rätsel verbunden.
Da müssen wir, glaube ich, mit Gargoyles arbeiten. Wo sind die Gargoyles? Die habe ich doch auf 10 hochgetrimmt. Hallo? Mhm. Das ist cool. Da habe ich jetzt schon die 3, 5 Stück insgesamt. Aber wo? Habe ich die Gargoyles überhaupt? Weil die Gargoyles spawnen sonst immer und immer wieder. Vampirwichte, ich glaube, das waren die da. Da kommt auch noch was Interessantes auf uns zu. Sobald wir in die Nähe gehen. Ja, hier. Und die müssen, glaube ich, überleben. Was? Haben wir schon? Aber woher willst du das wissen, ne? Also beim ersten Mal, ich war komplett überfragt. Dieser Wicht kam immer wieder und immer wieder. Und dann wieder und dann wieder. Und ich dachte mir nur so, wollt ihr mich komplett verarschen? Was muss ich tun, um in diesen Scheißturm zu kommen? Götzenmann, Talisman. Hallo, ihr. Nein! Oh Gott sei Dank. Ja, dann war's das schon bald. Hier gibt's noch einen Dungeon, das weiß ich. Das ist die Macht der Vampirwichte, ihr Bastarde. Oh. Ja. Au, 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 au. Ich muss ja mehr meinen Wolf heilen als mich selbst. Wo ist der Shit jetzt? Wir sind hier direkt daran vorbei. Ach Gott.
Da! Ups. Riesenes Rumschwert. Jetzt gerade so aus dem FF müssen wir hier hin. Wenn wir halt noch irgendwas killen können, was uns ein bisschen Leben gibt, ist auch in Ordnung. Zum Beispiel Albinaurix. Oh wow. Weil du ein großer Albinaurix bist. Ein normaler hätte... Aua. Ey, kotzt mich doch nicht an. Euren Mageninhalt will ich nicht wissen. Wie ich schon sagte, euren Mageninhalt könnt ihr behalten. Okay. Das für ein Dunkelschmiedestein, Mann. Den ich schon lange selbst einfach so kaufen kann. Ach so, jetzt fängt ihr schon an, Frisbee zu spielen. Zu schießen, wie ein gewisser Fallnisritter. Okay, ich komme einem Geheimnis näher. Oh Mann. Oder auch nicht. Hätten wir wenigstens Marika auf unserer Seite.
Ja. Das können wir hier abstauben. Ah, da ist er. An der Stelle RIP. Und ich habe noch eine interessante Ding gefunden mit euch, die ich so nicht kenne. So eine gesprungene Scheiße. Kann ich euch dann gerne gleich zeigen. Aber ich muss jetzt hier mal runter. Sonst ist RIP an der Stelle. So. Oh, jetzt haben sich schon meine Schichten geändert. Hui. Ich hoffe nicht noch diese Woche, weil sonst RIP an der Stelle. Weil ich muss schon diese Woche einmal bis um 11:30 arbeiten am Abend. Das ist RIP genug. Okay, hier. Dann hier. Nein, ich habe heute während der Arbeit gefragt, ob er mir sonst nicht irgendwie, na, bessere Schichten reindrücken kann. Nein! Oh Gott sei Dank. Also, längere Schichten, so. Dass ich so auf die 30 Stunden pro Tag komme. Oder so 27 mindestens. Pro Tag, pro. Pro Woche. Dankeschön. Du hältst mal die gepflegten Sabbel. Fresse halten. Was? Hier wollte ich hin. Ich möchte schon gucken, wo ich hier durchgehe. Könnte eigentlich schnell gucken, was mein neuer Schichtplan sagt. Bitte sag es mir. Um welche Schicht handelt es sich? In 13 Tagen. Okay.
Also mich soll es nicht stören an der Stelle. Was für Ratten? Für ein Frostfett. Ob sich das lohnt? Ich weiß ja nicht. Ah, da bricht das Eis ein, ne? Ah ne, das war der Shit hier, okay. Ich weiß, was das ist. Das ist übelst disgusting. Wenn du das nicht weißt und dich nicht darauf achtest, bist du hier in einem Endlos-Labyrinth gefangen. Übelst disgusting, wenn du in einem Endlos-Labyrinth gefangen bist. Wenn du dich achtest, kommst du raus. Ansonsten kommst du nur mit Glück raus. Oder indem du stirbst und dann einfach zurück am Anfang teleportiert wirst und halt einfach rausgehst. Weil du musst nämlich nicht geradeaus, du musst hier oben hin und darüber. Aber wenn man natürlich alles haben möchte. Oder war da überhaupt? Oder war das noch nicht hier? Ich muss dazu erstmal weitergehen. Au. Zum Glück bist du genauso langsam wie ich mit dieser Waffe. Ah, es könnte hier gewesen sein. Könnte, muss nicht. Ja. Au. Da habe ich jemanden die Flügel gestürzt. Und ja, ich weiß, wir sind schon wieder über eine Stunde unterwegs, aber ich wollte dieses kleine Gebiet wenigstens alles zusammen haben. War das hier? Ich glaube, ne? Hier. Hier runter jetzt. Und deswegen, das kann ultra broken sein, also dass ihr euch richtig verlauft. Beim ersten Mal, also ich habe es alleine rausgefunden, aber wie lange brauchte ich da? Etwa eine halbe Stunde, Stunde? Aber war ultimativ bescheuert. Weil damals gab es noch keinen Guide. Zeige ich euch, wie es ist. Au. Au.
Klar kann man auch danach durchlaufen, wenn man es mal hatte, aber bis man es mal hatte, definitiv nicht durchlaufen. Aber für den letzten Kampf des Tages nochmal blutige Ströme mitnehmen. Sind wir bereit für den letzten Boss in dieser heutigen Folge? Der Kreuzfahrer Scheusal oder was? Au. Danke für dieses Schwert. Hochschwert der goldenen Ordnung. Und das war's auch an der Stelle wieder. Das war schön. Schnell auffüllen, weil ich will jetzt noch auf die ganz linke Seite gehen, also beispielsweise auf rechte von der hier. Diese Seite will ich noch. Gibt's diese Schnecken? Okay. Gibt's hier sonst noch was? Wo ist der Lindwurm? Oh, war ja klar. Doch nicht der letzte Boss. Oh, wow. Aha. Wow. Er kotzt vor seine Füße. Der hat mich gerade gewone-shottet. An der Stelle. Oh wow. Der macht einfach viel zu viel Damage.
Okay. Selbst die Lava macht hier viel zu viel. Wow. Wow. Kotzt der Boy sich vor die Füße. Ja, ich verrecke schon wieder. Ich verrecke schon wieder, weil halbblutige Ströme für den Arsch ist gegen Drachen. Also, sorry an der Stelle. Jetzt müsst ihr mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt irgendeine andere Waffe nehme. Ich versuch mal was. Weil das passt auch noch zu ihr. Oh boy. Wo ist die Scheiße? Hier. Oh wow, wenn ich natürlich nicht treffe, bringt es mir gar nichts. Okay. So unnötig. Tut mir leid, Bro, dass ich deine Ruhe gestört habe, ne? Ich dachte eigentlich, damit hätte ich dich eventuell, aber okay. Vielleicht schon, aber ich sollte vielleicht mehr gucken, was der macht und nicht, was er nicht macht. Wäre so eine Idee. Wow, ja. Fängst ja gut an. Und jetzt kotzt du wieder vor dich hin.
Könntest du mal aufhören, Lava zu spucken? Sieht doch schon ganz anders aus. Ich tanze um dich rum, wollte ich sagen. Aber nein. Oh Gott. Oh. Ja. Nur nicht mehr verlieren jetzt. Das war's mit Lady Maria. Ja, somit hätten wir auch alles, was wir so brauchen an der Stelle. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Gurank machen wir im nächsten Part, damit der auch ein bisschen gespotlightet wird. So. An der Stelle hier. Voilà, jetzt haben wir alles eigentlich, große Modo. An der Stelle. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Stuff, aber gerade in der jetzigen Situation nothing. Im nächsten Part geht's dann hier weiter. Sofern. Nee, ich muss jetzt zu Gura, sonst vergesse ich den Bolzen noch. So. Gurank oder wie der Typ ausgesprochen wird. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Wieder eine XXL-Folge, einfach nur wegen Eisgebiet. Und naja, mal schauen, was im nächsten Part auf uns lauert.